Holzbunde da unten hole ich mir auf dem Rückweg. Und oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Arg. Diese verdammten Ex-Menschen haben das Astanholz, das ich gesammelt habe, gestohlen. Bitte holt es zurück und rächt mich. Er ist tot. Du Arsch warst das. Herr mit dem Holz. Habe ich gerade du Arsch gesagt? Ich meinte, hä? Ihr Ärsche. Tod den Echsen! Ja, natürlich. Dein Kumpel hat zwar noch kaum Schaden erhalten, aber heil ihn mal. Vorsichtshalber. Gut, aber wahrscheinlich ist das nicht so wie in so einer Gruppe aufgeteilt. Weil wenn, dann würde ich jetzt erst Heiler töten. Aber da hier mit Taktik nicht viel zu tun hat und weil ich immer noch im Final Fantasy Tactics Spielwahn bin. Hey, das sind wirklich nur die beiden, die heilen. Oder bilde ich mir gerade hier Taktiken ein? Alles auf ihn. Nee, doch nicht. Ja, natürlich. Ich bilde mir alles wieder ein. Das wäre auch viel zu aufwendig für einen KS. Obwohl die Gegner eine Taktik im Dings haben. Manchmal, man kann ja strukturiert Befehle vom, was die im Kampf machen sollen, eingeben, aber ich glaube, das hat noch niemand so ausnutzen können, dass das an Taktik grenzt. Und tot! Wir haben dich gerecht, Soldat. Obwohl du unser Feind bist. Also auf der feindlichen Seite. Ich meine, wir haben nichts. Oh, komm. Mann. Nein, ich will nicht. Ha! Guckst du was? Nein, warum kann ich über den Busch nicht rüber? Und. Nein, ich bin. Oh, ich bin gefangen. Nein. Ich habe schon wieder Schluck auf. Ja, das habe ich mal wieder nicht gesehen und habe deshalb nicht ihn geheilt und deshalb ist er jetzt tot und das war alles mein Fehler und die Monster haben natürlich gar nichts damit zu tun, weil das ja nur in Instinkt nicht war. Ja, ja. Einfach tot. Tot machen. Einfach tot machen. Einfach Hühnchen mit Curry. Und ein bisschen Soße. Und keine Kieselsteine oder Sand zwischen den Zähnen, wenn man es isst. Und was laber ich hier überhaupt? Ich rede davon, wie man Cockatrice am besten zubereiten soll. Was soll das denn? Monsterkochbuch. Gebratener Gokobo. Bäh. Wer weiß, wo die alle schon rumgelaufen sind. Und jetzt aber bevor... und der Busch hat uns natürlich die Sicht verwehrt, klar. Nein, den Weg. Weil wir über so welche Büsche nicht rüberlassen können, weil es ja voll mit Disteln ist und da will ja keiner reintreten. Nein, nein. Nein, nein. Wir werden von Granaten, Explosionen und verschiedenen metallenen Ungeheuern mit Messern, Lasern und was weiß ich, untoten Seuchen angegriffen, aber nein, wir können über keinen Busch, der ein paar Disteln in sich hat. Nein. Nein, nein. Das wäre zu leicht. Ja, ja. Und ja, ja, heißt leck mich am Arsch. Und der Busch kann das zwar nicht, aber ist mir egal. Pflanzen. Das ist eine sehr schlaue Erkenntnis. Pflanzen haben keine Zunge. Mhm.
Mann, ich will mich jetzt nicht extra heilen für die. Was ich aber eigentlich tun sollte, glaube ich schon. Warum auch für die heilen? Ich kann. Ich meine. Oh nein! Jetzt, okay. Gut, werde ich mich halt heilen. Die wollen es ja nicht anders, wie es aussieht. Oh, oh, ich habe gerade gesehen, wie viel das Gift abzieht. Und wenn ich nicht in der nächsten Zeit einen qualvollen Gifttod sterben will, dann sollte ich jetzt auf jeden Fall heilen. Gott, was bin ich blöd. Zack, zack, zack. Ey, und wir haben ja auch Kraftwasser, das unnütze Zeug. Das ist einfach nur, dieses... Also dieses Heilextrakt mit ein bisschen Wasser verdünnt. Wer will das denn wissen? Da hat man uns Dreck angeboten. Gott, ich... Warum? Warum? Ich habe mich jetzt so gefreut, dass ich endlich ein Let's Play ohne Fehlermeldung... Ohne Fehlermeldung machen kann, wo ich Dinge einfach so rausschneiden... wo ich keine Dinge mehr rausschneiden muss, meine ich. Und jetzt drücke ich die ganze Zeit da oben. Hin. Ja. Ja, und warum habe ich mich jetzt nochmal geheilt? Genau, wegen dem Gift. Jetzt weiß ich es wieder. Betreten. Ey, du. Ja, ach so. Klar. Nicht dem Bauarbeiter geben wir das Holz, sondern dem Soldaten. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ich stehe tief in eurer Schuld. Was darf ich euch als Belohnung anbieten? Nein, nein, wir möchten nichts, außer den sicheren Übergang über den Fluss. Ich schätze, das dürfte sich einrichten lassen. Habt dennoch vielen Dank. Wir helfen gern. Ja, ja. Und jetzt passiert gar nichts. Nein, das Spiel hat sich nicht nochmal aufgehängt, sondern einfach nur ein Event ist gestartet. Gut. Yay! Brücke, cool. Wie schön du das hingekriegt hast. Sieht genauso aus, ohne Löcher. Ist ja sehr merkwürdig. Und was ist das? Der Xenon-Pass. Und oh mein Gott. Es ist fett. Hugo der Troll. Umf, was wollt ihr? Wir wollen durch diesen Pass, aber du versperrst uns den Weg. Umf, mal sehen. Ihr riecht nach Koboldblut. Ihr habt vier Mitglieder meiner Familie getötet. Fahrt zur Hölle. Hey, du siehst im Original viel fetter aus. Viel dünner. Ja, das ist ja das Original. Hm, Mist. Kann man das eigentlich irgendwie umgehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn man zum Beispiel keine Kobolde irgendwie tötet. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Und warum sind wir eigentlich alle wieder vergiftet? Das frage ich mich auch. Könnte ja sein. Ich weiß nicht. Haben wir wirklich genau nur drei Kobolde, Trolle, was auch immer, getötet von ihm? Also von seiner Familie. Von Monstern insgesamt. Und warum stehst du eigentlich nicht unter dem Einfluss von Veras? Oder tust du es doch und bist nur verwirrt und... Oh mein Gott, so viele Fragen. Und warum kann ein Troll vergiften? Ja, okay, mit seinem Körpergeruch, das reicht. Und wir kriegen die Goblin-Klinge. Damit wäre auch das Problem geklärt. Ja, was wollte ich machen? Genau. Gegengift. Vergiftet, vergiftet, vergiftet. Und hier haben wir die nächste Stadt. Aber was es damit auf sich hat, das sehen wir das nächste Mal. Tschüss.